Der Visaskandal, der da jetzt in Polen stattfindet, der braucht eine Aufklärung. Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik, sondern es muss so sein, dass wer in Polen ankommt, dort registriert wird und dort ein Asylverfahren macht und dass nicht dann auch noch irgendwelche Visen, die irgendwie für Geld verteilt worden sind, das Problem noch größer machen. Und ich sage, so wie wir es mit den Ländern vereinbart haben, wir werden Lage angepasst, dann an den Grenzen möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen müssen, zum Beispiel an dieser.